Hallo und herzlich willkommen zu Folge 68 Von Xeres Rückkehr. Ja, wir sind heute hier außerhalb der Mauern unterwegs. Etwas. Zum einen, weil wir Gegner abschlachten, zum anderen, weil wir auf der Suche nach einem Jäger sind, ne, der Landvermesser-Spezialist. Also wahrscheinlich ist er gar kein Spezialist, aber wir sollen das quasi sein. Aber der kann uns helfen, weil der ein bisschen was über die Ländereien hier weiß. Der jagt hier ja auch. Deswegen hat er wahrscheinlich auch auf den Quadratmeter genau die Fläche. Ne, Land und Wasser. Der kennt sich bestimmt aus. So, den haben wir Irrlichter, die kloppen wir natürlich über den Haufen. Übrigens, mir hat jemand jetzt bestätigt. Ja, ich habe ja wie gesagt auch ein bisschen hier in Gothic im Voraus aufgenommen. Also jetzt habe ich die Bestätigung, dass so gut wie alles hier optional ist. So gut wie alles heißt, es gibt manche Quests, die man eben in Korinis beenden muss, so wie die Quest mit dem Baltram beispielsweise. Wie kommst du hierher? So schnell, meine ich. Ja. Geister mit dem Schwert verdreschen. Sowas geht nur in Gothic. Oh, der hat aber gut ausgeteilt, das Drecksding. Hier sonst irgendwas? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste oder sehen würde. Keine Gegner im näheren Umfeld. Allzu weit sollten wir uns auch vom Weg gar nicht entfernen. Denn da treiben sich dann meistens die etwas übleren Gestalten rum. Mensch. Also der hier muss man das Forstamt vorbeikommen. Also der ist ja entwurzelt und immer noch nicht beseitigt. Das ist ja. Ja, also die Wurzeln schlagen ja quasi schon Wurzeln, so lange liegt der schon hier. Also das müssen wir auf jeden Fall melden. Schimmelt hier einfach der Baum weg. Mensch. Was ist, wenn der jetzt 20 Meter weiter vorne? Da würde er auf dem Weg liegen und dann? Ja. Dann kommen die Händler nicht mehr durch und dann? Ja. Dann will es wieder keiner gewesen sein. Ja. So ist das mit denen hier. So, da hinten haben wir wieder ein paar Scavenger-Bestände. Die wird jetzt etwas dezimieren. Die Sache ist nur, ich würde jetzt mal bald schon mal gern den Kollegen hier treffen, den Jäger. Wie gesagt, ich habe nämlich keine Ahnung, wo der sich befinden soll. Macht mal langsam, nicht so viel auf einmal. Da war noch ein normaler Kamerad dazwischen. Nee, nur einer. Ja, okay, Das ging jetzt ja in die Hose, mein Vorhaben. Okay, jetzt aber nur normaler und noch ein normaler. Okay. Nun gut. Dann haben wir quasi den Anführer der Herde direkt am Anfang geschnetzelt. Ah ne, da ist noch einer. Noch ein alter Kamerad. So. So, was ist das jetzt hier? Ist das jetzt hier? Wahrscheinlich nur irgendeine Ruine. Ist nur zusammengekacktes Holz hier, oder was? Aha. Okay. Stinke Sumpfkraut auf jeden Fall. Noch einen. Noch einer. Hoi. Gut, die haben ja hier eine härtere Droge, aber man kann den Kram ja auch wieder, ne, zurücknehmen nach ist und dann wird sich der eine oder andere freuen. So, da hinten ist ein Boot und ein Lager. Vielleicht finden wir ja da den Jäger. Guck mal hier irgendwie rein. Da ist doch ein Kessel drin. Verarsch mich doch nicht. Ich sehe es doch. Aber da kommt man anscheinend nicht rein. Ich dachte, vielleicht wäre da irgendwie eine Leiter hoch auf die Bäume oder so, aber das war wohl zu viel Fantasie. Hier runterlaufen. Wieder Richtung Weg. Halt mal, was ist denn da hin? Hab ich da was übersehen? Was ist denn da hinter dem Baum? Stumpf. Was ist denn das? Nee, was ist das? Was ist das? Unachtsamkeit. Mensch, alles übersieht er. Unfassbar. Guck mal da. Den auch, den Pilz.
Nur was ist, wenn der sich jetzt verbreitet hat, der Pilz? Am Ende ist er noch schädlich für die Bäume und die ganze Forstwirtschaft hier geht vor die Hunde. Kann schnell gehen, sowas. So. Rundherum um die Stadt Korata. Und hier haben wir noch ein paar Wegweiser. Also zum Moor, zur Ruine. Und hier geht's zum Hofstaat. Okay. Ist halt dann nur die Frage, wie war das mit dem Kameraden hier? War das das hier? Genau, schutzbedürftig. Geisteramulett in der Nacht nordöstlich des Hofstadtpasses. Das ist ein Friedhof. Okay. Ach, Friedhof und nachts, das ist immer so eine ekelhafte Kombination. Da kann man sich nämlich sicher sein, dass man sich auf was gefasst machen muss. Hier blubbert es aber. Kann man hier irgendwie. Nee, kann man nicht. Kochen ist nicht und da unten haben wir. Was haben wir denn hier? Ein Steg? So ein kleiner See. Ui, der sieht ja größer aus. Also, das ist. Nee, so muss es größer als es aussieht. Ach du Scheiße, was ist das hier für ein riesiger See? Also, bis eben sah der klein aus. Ist auf jeden Fall ein Stuhl und da hinten ist jemand. Vielleicht der Kerl, den wir suchen. Kein Fisch können wir übrigens hier mitnehmen. Sauerei. Boah, ist die Scheiß hier Hintergrund. Lautstärke. Lautstark. Ja. Also, Vincent. Jäger außerhalb der Stadt. Bist du Vincent? Er ist der Henrik. Alter Vater. Henrik. Kann man dir irgendwie helfen vielleicht? Ich habe vor allem irgendwie das Gefühl, dass wir Hey. Vincent schon mal getroffen hätten. Ich weiß noch nicht mehr wo. Wie läuft die Arbeit? Nicht gut. Wir haben schon so wenige Fischen in unserem Team und es werden immer weniger. Warum das? In dem Wald gegenüber gibt es wahre Horden von Lodebarts. Vincent, unser Jäger, scheint nicht allzu erfolgreich in letzter Zeit zu sein und so werden es immer mehr. Okay. Die Lodebarts gehen gern zur Abkühlung schwimmen und schleppen dabei Unmengen an Dreck mit ins Wasser. Kein Wunder, dass die Fischen alle verrecken. Würde ich an deren Stelle auch tun. Muss an dem Freudenspender liegen? Wie meinen? Dass Vincent nicht mehr erfolgreich jagt. Der ist doch immer zugedröhnt. Also, übernimmst du die Sache mit den Unrats? Jo, von mir aus. Kein Problem. Schön. Bei mir wirkt das Zeug übrigens nicht. Was? Freudenspieler. Okay. Alles klar. Okay. So, kann ich auch angeln Hey. hier oder? Deine Angel schwebt in der Luft. Aber das wirst du gemerkt haben. Jetzt belegt der das halt. Aber ich würde gerne wissen, ob man hier angeln kann, weil ich glaube, ja. Bin mir jetzt aber auch nicht 100% sicher. Nun gut, jetzt haben wir hier eine neue Aufgabe. Ein riesiger See und ganz viele Mallrats. So hat es den Anschein. Das heißt, wir umlaufen erstmal den See. Dann können wir den sicher als abgeschlossen dann ansehen. Wenn wir denn hier alles dezimiert haben außenrum. Lurker mit inbegriffen. Die kloppe ich quasi gratis noch mit auseinander auf dem Weg. Schon mal einen Abgang. Nicht zu plündern. Und mit dir, Kamerade. So, rum, Deckel. Muss ganz ehrlich sagen, also der See ist wirklich riesig. Mir ist gar nicht so aufgefallen. Wenn man hier schon alles killt, fällt es einem schon auf, dass ja doch ist verdammt riesig. Gerade weil viele Texturen noch gar nicht geladen haben, bis wir dort sind. Also man kann hier quasi rüber gucken und sieht keine Bäume und nix, weil die nicht geladen haben. Ich habe nämlich die Sichtweite ein bisschen runter, damit es nicht so krass ruckelt.
und tschüss. Und der nächste Kamerad. Traurigerweise habe ich bis jetzt noch gar keine Mallrats gefunden. Ui, ja, ja. Wen haben wir denn da oben, unseren Kameraden? Da ist er also. Da versteckt er sich, die dumme Sau. Ich werde das aus gutem Grund tragen, denn jetzt geht's ums Ganze. Das ist ein normaler Troll, der kein Junge. Nee, hätte ja sein können. Okay, wir machen dem eh keinen Schaden. Ei. Gut, dann hat sich das auch erstmal erledigt mit dem. Aber immerhin wissen wir schon mal, wo er ist. Das zum Thema, ich schließe den See und Umrandung ab. Das war mal wieder ein Griff ins Klo. Huja. Da haben wir aber ein paar Lurker. Muss man vorsichtig sein, weil fünf mit denen, also fünf gleichzeitig? Nee, nee, nee. Nein, danke. Wo schon her? Drecksvieh. Los, nächster. Ja, du, genau du. So blöd läuft es dann, wenn man mal keinen kritischen Treffer landet. Gar nicht mal so bescheiden. Nein, 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 so machen wir das nicht. Ja, so schon eher. Nichts gibt's, der andere verpisst sich. Und zwar sofort. Ihr Arschkrampf. Der Crit-Gott. Gibt's doch nicht. Jetzt macht er doch mal platt hier. Ja, ne? Jeder dritte Treff. Fuck die Henne! Dann hat er mich direkt umgelegt. Oh Mann! Und ich dachte mir, komm, ist doch egal. Ist doch nur so ein kleiner Köttel. Scheißdreck. Jetzt kann ich wieder alle von denen killen. Ich dachte mir so, komm, nee, ich schaff die so. Ich hätte aber wenigstens gedacht, dass ich einen Treffer überlebe. Oh, leck mich doch gerade am Arsch. Kreuzweise, hin herum, vorne rum. Meine Herren, jetzt... Ja, das war der Chancentod. Das ist die Definition von Chancentod. Eine Chance von 32%. Das ist jeder dritte Schlag. Soll. Nein. Muss, okay, nein, nicht muss, aber sollte ein kritischer Treffer sein. Ja? Habt ihr das gesehen? Das war ein Armutszeugnis. Was soll das? Der ist mit einem Mal dann auf einmal direkt im Arsch, der Kerl. Und der andere, der, ja, macht mich noch verrückt. Man darf jetzt nicht unkonzentriert werden. Jetzt sind es schon zwei. Leck mich doch gerade am Arsch. Ja. Und dann wieder das. Unfassbar. Darauf erstmal ein Pilz. Hey, die geben Mana. Okay. Ich dachte eigentlich, du, egal. Gut, dann hat das wenigstens seinen Sinn. Den Scheiß hier zu fressen. Das wird dir direkt auf dem Deckel, oder? Das sehe ich doch. Du Drecksau, komm mal ins Maul. Ja, natürlich, das war wieder so klar. Komm, du auch, was ist, hä? Komm du her, wenn du Stress brauchst. So. Platt, die Drecksviecher. Geht doch. Kriegst du Unhals! Geht mal so mehr sein, der Tasche auf. So, haben wir hier noch irgendwo Gegner oder was? Zum Sammeln? Nee, oder? Das sind übrigens immer so seltsame Bäume. Schaut euch das mal an. Das sieht doch nicht gesund aus. Dass die Wurzeln so frei liegen.
Mann, oh Mann, oh Mann. Also Kurada hat eine Menge Probleme. Das kann ich euch auf jeden Fall überliefern. Und da haben wir noch... Ja, diese Schweine, die haben Lurker-Probleme und kein Mallrat. Mallrats auf der Waldseite des großen Sees, die sind beim Baden verdrecken und dadurch die Fische sterben. Ich soll die Mallrats also gerückt dezimieren. Ja. Und am Ende ist der ganze Ökozyklus hier am Arsch von dem ganzen See, weil ich hier auch alle Lurker umbringe. Sehe ich schon kommen. Aber gut, wir sehen immer, wo der Troll ist. Ne? Ist auch was Schönes. Was haben wir da? Steinkreise. Steinkreise sind immer mystisch. Und gefährlich wie Sau. Oder auch einfach mal total langweilig und überhaupt nicht faszinierend. In seltenen Fällen auch das. Hier ist gar nichts. Hm. Hier ist echt null und gar nichts. Kann aber sein, dass es vielleicht mit der Quest irgendwann dann verbunden wird, ne? Kann auch sein, dass die andere Seite die Waldseite ist. Was ist eigentlich für ein See, dass da ein Kahn strandet auf einer Düne in der Mitte? Ich muss ganz ehrlich sagen, so Seen habe ich noch nie gesehen. Seen, wisst ihr? Egal. Wo sind die nächsten Lurker irgendwo, ne? Nirgends. Tappen wir hier mal hoch. Also entweder ist hier der Jäger oder es stinkt gehörig nach Banditen, aber bis hierher. Die Geräusche hier machen einen auch wahnsinnig. Butler. Wache. Oh, hier stinkt so dermaßen nach Scheiße. Wo sind denn der Butler? Völlig ohne Grund. Die hacken da irgendwo am Berg rum. Das muss ja wohl eine Strafe sein. Alles andere ist ja hier nicht vorstellbar. Okay, aber es ist jetzt kein großes Lager. Das sind irgendwie ein, zwei Wachen oder so. Und Butler. Ja, eigentlich müssen wir schon hin, ne? Gucken, was da abgeht. Hallo. Sind das Söldner? Hey, du. Das sind Söldner. Meister, was geht hier ab? Hey. Zwei Söldnerwachen. In der Mitte ein Butler. Hey, du. Halte mal, das sieht... Ich habe gerade was ganz Interessantes ins Auge gesprungen. Wenn ich hier die Leiter hochkletter, komme ich da weiter? Ich dachte eben, ich hätte da oben die Möglichkeit gesehen, auf den Felsen zu laufen. Oh ja, oh ja. Jetzt könnte es interessanter werden. Abgesehen davon, dass hier nichts zu holen ist. So, was gibt das jetzt? Oh, da liegt eine Goldmünze. Was ist das? Der Söldner Schatz hoch in den Bergen? Ich meine, gut. Ich sag ja nichts. Hier kann man Kram sammeln. Ja, was man gut verkaufen kann. Also ich sag nichts. Da halte ich wirklich die Fresse. Aber interessant. Oh, eine Stabkeule. Da liegt meine Waffe dabei. Hammerhart. Die ist zwar nicht gut, haben wir nochmal, aber die kann man verkaufen. So, ist jetzt auch so irgendwas? Nee, ne? Könnte ich ja ganz hochlaufen. Ganz egal, wie schräg es auch sein mag. Und hier liegt noch ein bisschen Kram. Kram zum Runen erschaffen, früher oder später. Also gut, im Prinzip war es nur ein Aquamarin, der hier mit den Bergkristallen lag. Und hier ist noch Gletscherquarz. Aber ansonsten ist hier gar nichts zu holen. Aber, ui, ja, ich habe gar nichts gesagt. Ich nehme alles zurück. Elixier des Lebens. Ich bin wunschlos glücklich für diese Folge. Jetzt hat alles funktioniert. Das ist ein Gewinn, auf dem man bauen kann. Den machen wir dann eigentlich 232, okay. Dann tappen wir gerade noch runter, dann ist die Folge auch schon rum. Immerhin, war ganz interessant, was ich hier entdecken durfte. Wow! Der Sprung war mir jetzt gerade ein bisschen zu hoch. Okay, wir haben hier zwei Wachen und einen Butler und irgendwie keine Interaktionsmöglichkeiten mit den Guten da unten.
mit den guten Herren. Na, dann muss der wohl weiter schuften. Na, da kann ich auch nichts für. Und auch nichts gegen. Nun gut, dann werden wir in der nächsten Folge hier weiter um den See herum eiern. Auch hier in dieses größere Waldgebiet. Bestmöglich. Immer noch auf der Suche nach. Das ist sowieso die falsche Karte, außerdem auf M gedrückt oder auf N drücken. Ja, also im Optimalfall können wir in der nächsten Folge die Quest hier bearbeiten. Und eventuell, gut, das mit dem Troll können wir erstmal. Müssen wir erstmal nach hinten verschieben. Die Schafe wollte ich noch suchen. Diese wilden Schafe, die hier rumrennen anscheinend. Wertvolle Dokumente sind für Corinnes gedacht. Ja, rätselhaftes Verschwinden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte ganz kurz schon, das könnte der sein. Also sprich, dass der ihr Mann irgendwie von Banditen oder Söldnern gefangen genommen wurde und dann zum Knechten abkommandiert wurde. Hätte ja sein können. Na, wie dem auch sei. Ansonsten Landvermessung steht noch an. Mit dem Vincent, den wir auch irgendwo finden müssen und dürfen und sollten. Und eventuell müssen wir noch die Tochter von Diana irgendwie ausfindig machen. Aber da müssen wir eher in die andere Richtung laufen, wenn wir nämlich vom Bauernhof weiter in den Wald rennen. Ansonsten, ja, das sind so die momentanen Quests. Dann werden wir in der nächsten Folge direkt weitermachen. Bis dahin, tschüss.